Moin Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von AutoChess. Ja, wir starten direkt mitten rein, weil wir ein paar technische Schwierigkeiten zu Beginn hatten. Die haben wir jetzt hoffentlich behoben. Und wir können gerade mal gucken, ob wir eventuell auf Federclan gehen wollen. Ja, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus von den Figuren. Können hier gucken, dass wir uns hier schon mal die anderen Federclan-Einheiten mit reinmachen. Wundervoll. Das machen wir auf den Kollegen drauf. Unser Tabu-Hexer entzieht nämlich den Gegnern seine Mana. Und dadurch können die nicht procken. Das heißt, umso öfter er zuschlägt, umso weniger Mana hat der Gegner. Genau das wollen wir ja auch. Das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Das sehe ich ganz gerne, dass wir beide Units jetzt fast auf Upgrade haben. Gucken wir einmal. Ja, es geht keiner richtig auf Hunter. Das ist schon mal wichtig. Und sollte jemand auf Hunter gehen, haben wir tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Das countert uns nämlich sehr dolle. Wir gehen auf Federclan. Federclan macht, dass wir. Ah, hier ist. Das da. Haben wir das jetzt? Ich hoffe es. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir hier aufs nächste Level. Können ihn auch hier dazu tun. Und holen nochmal Angriffstempo. So. Ich wollte gerade erzählen. Also, Federclan gibt uns Ausweichchancen. Die erhöht sich mit jedem Federclan-Buff. Und der letzte Buff macht, dass wir, sobald wir ausweichen, entsteht eine Chance, dass ein Duplikat von der Figur erscheint. Das ist sehr, sehr geil. Und darauf gehen wir natürlich, weil Duplikate im Late Game ist unfassbar stark. Dann hast du eine super starke Einheit, die dann einfach alles wegrasiert und sich einfach dupliziert. Das ist komplett stark. So, jetzt ist nur hier die Frage, auf was gehen wir hier? Ich würde ja gerne den Aegeris-Bogenschützen. Ja, ich kann beide nehmen. Machen wir das so. Haben wir sogar noch den Dunkelheitsbuff mit drin. Gehen. Hier so. So dürften. Na, machen wir so. So passt das ganz gut. So, dadurch haben wir hier, dass die Gegner ein bisschen Rüstung verlieren. Ist auch nicht schlecht, aber so einen richtigen Buff haben wir noch nicht. Der hier könnte entweder Hunter, Aegiris, irgendwas in der Richtung gehen. Hoffen wir natürlich nicht. So. Aber das funktioniert doch gut. Und ihr habt gerade gesehen, der Werwolf wollte eigentlich procken, aber dadurch, dass der Tabu-Hexer hingesprungen ist, konnte der nichts dagegen tun. So, dann gehen wir. Schwierig, schwierig, schwierig. Nehmen wir den roten Axt und ihn hier für ein bisschen mehr Leben. Ihn können wir noch behalten. Weil wir eh nicht auf 10 Gold kommen, dann können wir das auch einfach so lassen. Genau. Das passt alles. Das würde ich gerne ihr geben. Und so rum. Wundervoll. Sieht immer noch sehr gut für uns aus. Können wir drauf bleiben. Sehr schön. Ah, das funktioniert ja hier super. Ich weiß gar nicht, warum wir Schaden bekommen haben. So. Jetzt müssten wir aber tatsächlich jemanden austauschen. Das machen wir nämlich so. Dann haben wir nämlich den Hunter-Bonus. Schmeißen ihn hier raus. Gehen hier so ein bisschen zurück. Das dürfte so
passen. Beziehungsweise wir gehen, glaube ich, so. Das könnte besser funktionieren. So. Ah, doch, so passt das. Gibt es schon jeder, der auf Höhlenclan geht? Anscheinend nicht. Doch, hier, Panda-Höhlenclan. Ja. Da überlegen wir noch, ob wir das eventuell später austauschen, beziehungsweise sobald wir Level 6 sind, können wir erstmal ihn reinpacken. Zur Unterstützung, wir müssen natürlich direkt gegen den ran. Aber macht nichts. Scheint ja bis jetzt ganz gut zu funktionieren. Sehr schön. So, hier haben wir leider nichts bekommen. Das macht aber nichts. Jetzt einfach eine Runde aussitzen. Können hier gerade mal gucken, was wir hier noch für Federclan-Einheiten haben. Den Druiden hätte ich ganz gerne, beziehungsweise die beiden Druiden hier. Die kann man dann halt schnell auf 3 bekommen. Können wir auch gerade gucken, ob es schon Druiden im Spiel gibt. Einen, ja. Der aber nur 2 bis 3 Druidenfiguren hat, also der hat noch nicht den vollen Bonus. Das ist alles noch sehr entspannt. Platz 1 Goblin Max. Auch sehr stark, wenn man es richtig spielt. Mal schauen, aber eigentlich dürfte ich ein guter Counter dagegen sein. Uiuiui, was ist denn das für ein Riesenskin für den Schlitzer? Oh wei. Aber wir rasieren hier durch. Obwohl, das könnte ein knappes Ding werden. Wenn der hier proggt, könnte das wirklich sehr eklig werden. Na komm. Ein Schuss noch. Wundervoll. Und wir sind Platz 1. So wie es uns gefällt. Ja. Gehen hier jetzt das Level up, um unseren Tank reinzuholen. Nochmal ein paar Leben. Hier haben wir auf allen Figuren nochmal 150 mehr Leben. Das hört sich natürlich auch sehr lecker an, deswegen wollen wir das auch. So, ganz unten sehe ich aber, dass einer auf Hunter geht. Ich hoffe einfach, dass der schnell rausfliegt, damit er mir nicht in die Quere kommt. Gegen Theodang. Der geht auf, weiß ich nicht, Goblins anscheinend. Scheint aber nicht so gut zu funktionieren. Anscheinend. So, unsere 5er Winning Streak. Ne, den Aegiris Buff wollen wir nicht. Das wollen wir hier alles nicht haben. Ist zwar alles schön und gut. Man könnte jetzt sogar auf Hunter gehen. Wir haben nur einen Hunter hier drin. Wir haben nicht viele Federclan-Einheiten bisher bekommen. Ich glaube, das machen wir sogar. Ihn raus, dafür machen wir den Otterjäger und Sirin. Dann müssen wir halt nochmal auf Jäger gehen. Ach was, ich will euch jetzt Federclan zeigen, so ein Scheiß hier. Wir bleiben auf Federclan. Ende der Diskussion. Menschenskinners. Es geht keiner auf Federclan. Eigentlich müssten wir Zeug bekommen. Gibt's doch gar nicht. So, ich verkaufe sogar sie hier, weil wir sie ja eh schon auf 2 haben, um die 30 Gold zu haben und nochmal ein Gold mehr mitzunehmen. Ich weiß, Schande über mich. So, dann nehmen wir den Dagger. Sind bei 40 Gold, das gefällt mir ganz gut. Hier den Damage-Kristall drauf und den Kollegen packen wir hier auf unseren Tank drauf. Wundervoll, es läuft. So, leider ein Afkala, aber was willst du machen?
Das könnte schmerzhaft werden. Wohl, wir sind durchgekommen, aber mit dem Schildkrötenältesten ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Das wird im späteren Spiel doch etwas schwierig. So, jetzt können wir überlegen, ob wir lieber den Kopfjäger reinmachen. Das machen wir auch anstatt von dem Kollegen. So machen wir nämlich. Sind wir bei plus minus 0. Das passt schon. Das passt schon. Und sind jetzt fast auf unseren 50 Gold. Das wäre doch wundervoll. Jetzt haben wir auch vier Hunter. Das heißt, wir können theoretisch ihn nochmal mit einem anderen Hunter austauschen. Was uns aber im Moment nichts bringt, tatsächlich. So, das klappt doch hier alles wundervoll. Gut, wir haben jetzt auch gegen den AFKler gespielt. Ist also nicht ganz so schwierig gewesen. So, wir nehmen hier die Zauberer, damit wir eventuell schon mit Level 7 den vollen Federclan-Buff hinbekommen. Dafür müssten wir. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Normal müsste es tatsächlich funktionieren, sobald der eine aktiviert ist, dass wenn man den Tintenhexer drin hat, dann der volle Buff aktiv ist. Wir werden es sehen. Nur leider haben wir noch keinen Druiden gesehen. Entweder habe ich sie gereroll, also einfach nur nicht gesehen, oder wir kriegen sie heute einfach nicht. So ein Schmarrn. Ich sehe auch gerade, wir haben auch ein paar Leute von höherem Rang hier. Wir sind hier mit zwei Damen und auch einem König auf jeden Fall drin und das sind nur die, die wir sehen können. Das ist doch schon mal eine nette Sache. So, gegen den Kollegen haben wir leider schon mal verloren. Da haben wir schon mal das Stinke losbekommen. Das ist eher so mittel. Ja. Möchtest du noch länger gestunt sein? Dankeschön. Wundervoll. Wir behalten unsere Winning Streak. So, wir rerollen hier ein wenig. Sehr schön. Federkrieger. Wundervoll. Ah, den machen wir sogar hier so quer hin, hätte ich gesagt. Ihn haben wir jetzt auch auf 2. Wundervoll. Wäre natürlich jetzt auch super, wenn wir keine Games mehr verlieren, um unsere Streak zu halten. Aber das sieht schon wieder nach einem aus, was sehr knapp sein könnte, obwohl unser Windschütze gerade einen sehr schönen Schuss gemacht hat. Einen wundervollen Schuss. Wunderbar. Das wäre fast knapp gewesen. So, den leuchtenden Drachen. Hier können wir ein bisschen rerollen. Geisterklinge. So. Ui, da haben wir jetzt Zeug bekommen. Da werde ich tatsächlich auch den Buff hier rausmachen. Und dann lieber diesen hier drin lassen. Ja, doch, das ist besser. Dann haben wir jetzt 8 Figuren. Das heißt, uns fehlt noch einer. Das heißt, du kannst fort. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir auch nicht mehr. Das kann auf den Kollegen drauf. Mana-Kristall auch. Wunderbärchen.
machen wir unser Attack-Speed drauf. Das geben wir sogar eher dem Kollegen hier. So, und wir rerollen weiter und haben unseren neunten Federclan tatsächlich. Dann brauchen wir uns nur noch hochleveln. Das ist doch wunderbar. So, machen wir das. So, das so. Das dürfte doch eine gute Kombi sein. So, jetzt haben wir eine 55% Ausweichchance. Also jeder zweite Schlag, Pi mal Daumen. Das ist schon mal nicht schlecht. Unsere Tanks sind auch ganz gut. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Und den Druidenbonus haben wir auch in der Tasche. Sehr schön, da freut man sich, dass man den Tabu-Hexer hat, damit der Schreckensritter gar nicht erst zum Brocken kommt. Wundervoll. Sehr schön. Zehner Siegesserie. Ja, gut, da können wir drauf gehen, aber ist jetzt nicht essentiell. So. So, wir versuchen jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich auf 9 zu kommen, um halt den Federclan-Buff direkt reinmachen zu können. Theoretisch lässt sich der Assassine noch austauschen gegen entweder den Lichtklingen-Assassinen oder hier die Sterndeuterin, den Schamanen. Aber das ist eigentlich erstmal irrelevant. Erst im späteren Verlauf wird das dann interessanter. Das könnte jetzt schon wieder ein knapperes werden. Ja. Aber es wird ein Win. So, dann haben wir hier den flüsternden Propheten. Zack, gehen aber lieber hier ein wenig auf Levels. Und packen am besten eine Federclan-Einheit rein. Zack, zack. Beziehungsweise wir packen sie hier rein, weil sie natürlich auch noch den Jägerbonus hat. Der Jägerbonus geht ja nur auf Jäger. Und dann haben wir sie nochmal für den extra Buff. Das funktioniert doch super. Ja, da ist der Schildkrötenälteste, aber zu spät. So, hier können wir leider nichts machen, deswegen gehen wir einfach weiter auf Level. Haben wir denn hier Schönes? Eieiei, das sieht mir tatsächlich eng aus. Das war auf jeden Fall der closeste Fight bisher. Naja. So, leider kommen wir nicht auf Level 9, aber wir bleiben ganz entspannt. Wir haben ja jetzt eine Creep-Runde. Dementsprechend alles super.
Das lief auch alles super. Den Hammer wollen wir nicht. Gehen wir erstmal hier rein. Windschützen haben wir schon, den brauchen wir nicht nochmal. Und dann haben wir hier unseren schönen Buff. Wundervoll. Wunderbärchen. So. Ich überlege gerade, ob ich den Hunter-Buff trotzdem mit reinmache. Wäre eine Option auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es besser so zu machen. So, was haben wir hier eigentlich kombinierbares? Das wollen wir auf jeden Fall. Dann lieber noch den zweiten Decker auf ihn drauf. So, und ihr seht schon, hier dupliziert sich alles. Aber dennoch verlieren wir das wahrscheinlich. Aber er hat auch investiert. Dementsprechend tut das natürlich sehr weh jetzt. Das tut sehr weh, leider. So, dann machen wir das auf dich. Einen Dagger geben wir dir auch. Dann können wir hier nämlich den Hammer drauf machen. Das ist gar nicht mal schlecht. Machen den hier noch auf dich drauf. Das kriegst du. Und dann rerollen wir hier mal ein wenig. So, den Weisen des Hains. Ihn auf 2. Schafklaue, wundervoll. Wundervoll. Dann fehlt uns nur noch das Einhorn. Dann haben wir 4 von den Druiden. Und das wird uns den Purpose retten, auf jeden Fall. So. Und da haben wir schon das Einhorn. Wundervoll. Dagger machen wir hier drauf. Das Einhorn können wir auch direkt kaufen, weil man kann das für 1 Gold mehr verkaufen, als man es gekauft hat. Das ist wundervoll. Hier können wir weiter versuchen, auf 3 zu gehen. Oi. Wundervoll. Hier haben wir unseren ersten Dreier. Schmeckt sehr gut. Den Schattenläufer kaufen wir nicht, den werden wir wahrscheinlich austauschen, sobald wir den Lichtklingen-Assassinen bekommen. So, ja. Das ist jetzt eher so eine Semi-Sache auf jeden Fall. Aber wir haben ja hier noch den Monster-Tank, der nicht proggt, warum auch immer. Jetzt. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Schade. Das wird jetzt nochmal wehtun. Und den Geist können wir uns auch hier gerade mal mitnehmen. Ein seltsames Ei. Bringt das uns im Moment was? An sich ja. Holen uns das Ei und warten, dass wir nochmal einen flüsternden Propheten bekommen. Dann haben wir den nämlich auch auf 3 und können die 2 Druiden verkaufen. Das wäre so das Optimum. Ich denke, wir verkaufen sogar den leuchtenden Drachen, um auf 50 Gold zu bleiben. Mal schauen, wie es hier aussieht. Ah, da ist jemand Full Aegiris. Das heißt, wenn die sterben, bleiben die noch für, ich meine, es waren 3 Sekunden oder 4 Sekunden, bleiben die am Leben, für 4 Sekunden sogar, und kämpfen dann weiter. Sehr, sehr starke Combo. Aber die sind halt einfach besser. So, das ist unser flüsternder Prophet, den wir haben wollten. Sehr schön. Weg, weg. Dann gehen wir jetzt ein bisschen auf Level. Damit wir unseren dritten Hunter noch reinmachen können, dann haben wir auch noch mal ein bisschen mehr Damage. So, wie sieht's hier aus? Ja, der Goblin ist halt ziemlich stark. Da der Full Goblin ist, bekommen alle Einheiten mehr Leben und mehr Rüstung, mehr Lebensregeneration die Sekunde.
Es ist eher so Mittel. Götter auch gar nicht mal schwach, aber ich denke, der wird nicht lange überleben. Warriors haben uns auch gut zugesetzt. Mal schauen. So, das gefällt mir alles nicht. Dann nehmen wir aber die Leben. So, das machen wir auf dich und du kriegst hier die Leben nochmal dazu. Wir machen nochmal 3 in Level. Und weiter geht die wilde Fahrt. Platz 1 ist sogar schon auf 10, hat er sich geupgradet. Aber normalerweise dürften wir ihn besiegen. Er hat jetzt nichts, wo ich sage, das ist sehr overpowered stark. Wir dürfen auch direkt gegen ihn ran. Wunderbar. Ah, doch, es sind die vielen Procs, die kommen. Ich sehe es, ich sehe es. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Es sind einfach die vielen AOE-Procs, die letztendlich so viel Damage gemacht haben. Aber das macht nichts, weil noch haben wir genug Leben. Ich hätte sehr gerne den Trendpfeil, aber wir kriegen einfach dieses scheiß Ausweichteil nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. So. Naja, machen wir es erstmal auf sie hier drauf. Die ist nicht schlecht für den Beginn. So. Okay, wir kämpfen gegen den, der noch 11 Leben hat. Eventuell hauen wir den sogar raus. Eieiei, die viele Leben. Ach du Kacke. Aber es reicht nicht. Wundervoll. Ich krieg zwar immer noch nicht die Sachen, die ich brauche, aber wir werden es überleben. Tatsächlich. So, jetzt leveln wir einmal auf. Das eine Gold können sie sich schenken. Und dann werden wir das hier kombiniert ausrüsten und damit das hier legendär machen. Wundervoll. Wir starten mit nochmal ein bisschen extra Mana zu Beginn. Let's go. So, Top 4 ist uns schon mal sicher. Das ist doch schön. Wir dürfen halt Platz 1 nicht gewinnen lassen. Dadurch, dass er den Menschenbuff hat, bekommt er immer diese Bücher. Und mit diesen Büchern kann er 2 Erfahrungen bekommen. Und so kann man sogar über Level 10 kommen. Und Level 11 Magier brauche ich jetzt überhaupt nicht. So. Das läuft jetzt auch ein bisschen schlechter als vorher. Der hat wohl ein paar Upgrades bekommen, anscheinend. Okay. Sein Dragon Knight carried ihn hier ganz gut durch. Ja. Okay. Ja, klar. Klar. Gut, dann müssen wir das anders da machen. Sehr schön. Dann können wir hier. Ist jetzt die Frage. Nee, da ist keine. Voll. Unser Hunter wäre schon besser auf dem nächsten Level. Dafür bräuchten wir die aber noch einmal. Aber wir bleiben ganz entspannt. Wir haben Zeit, wir haben viele Leben. Wir sind noch bei 52 Leben. Ist noch alles offen, alles entspannt. Wir brauchen halt einen richtig ordentlichen Damage-Dealer.
Tanks habe ich auf jeden Fall genug, deswegen wollen wir auch den Tabu-Hexer nicht auf 2 haben. Der ist zwar in Ordnung, aber er macht halt nicht wirklich Damage. Aber mit der flinken Waldläuferin an der Seite sollte das eigentlich funktionieren. So, jetzt haben wir auch Platz 1 gemacht, das ist doch wundervoll. So, Creep-Runde und wir haben den Lichtklingen-Assassinen gezogen, wundervoll. Den können wir so platzieren. Wir können erstmal das Zeug auf sie draufhauen. Dötte, Dötte. Attack Speed. Ja, das schickt erstmal. Zack. Und noch einmal. Wundervoll. Wir nehmen die trotzdem auf 3. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Dich können wir verkaufen. Die Sterndeuterin packen wir rein. Anstatt von dir. Belzebub. Ja, dann gehen wir hier mit dem Attack Speed gehen wir mit. Zack, du kannst auch weg. Hier möchten wir den Attack Speed auf jeden Fall haben. Den Dolch, den wir jetzt schon zum 10. Mal bekommen haben. Den können wir hier jetzt auch einmal kombinieren. Packen den dann auf sie drauf. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Jetzt rerollen wir einfach weiter, bis wir schöne Sachen bekommen. Tabu-Hexer, sehr schön. Noch zweimal, dann haben wir den auch auf 3. Leider haben wir nicht die Kanone, die hätte ich sehr, sehr gerne. Was können wir hier machen? Das Schwert möchte ich aber nicht. Ich möchte den Trendpfeil unbedingt haben. Schwierig. Ja, ja. Das läuft doch wundervoll mit den Shining Assassins. Carryen mich gut durch. Wunderbar. Dann ist der Kollege auch raus und dann sind wir auf jeden Fall in den Top 3. Top 3, wunderbar. Aber wir kriegen hier nichts. Nichts kriegen wir hier. Menschenskinners. So, wie sieht's mit dem Drittplatzierten aus? Der geht auf Aegeris. Den haben wir beim letzten Mal aber gemacht. Das wäre schön, wenn wir gegen den jetzt fighten und den besiegen würden. Das wäre wirklich das Optimum. Ja, Kira-Buff auch nicht schlecht. Wir kämpfen tatsächlich gegen ihn. Aje, das läuft aber weniger gut, als es eigentlich sollte. Wo ist unser Lichtklingen-Assassine? Der hat sich schon weggemacht, oder wie? Oh weia. Okay, der hat uns ziemlich rasiert, tatsächlich. Das heißt für uns, dass wir wahrscheinlich jetzt langsam investieren müssen. Wir rollen jetzt ein wenig runter. So, die brauchen wir nicht mehr zu versuchen. Nein, nein, nein. Wir kriegen hier aber auch einen Scheißdreck vorgesetzt. Ach du Alarm. Hallo, Spiel? Okay, cool. Ja, nur mal hier so zum Mitschreiben. Wir haben hier gerade 50 Gold rerollt für Sterndeuterin und einen Tabu-Hexer. Das halte ich jetzt für nicht optimal. Auf jeden Fall.
Mal hin. Oh, die Tabuhexe. Das mit ihr, die brauche ich gar nicht mehr zu versuchen. Aber den Tabuhexer nochmal auf 3 hört sich doch auch nach einer sehr guten Idee an. Ja, dann machen wir unseren Lichtklingen-Assassinen doch als Sprungbrett hierhin, würde ich sagen. Das machen wir hier drauf. Wir haben starke Einheiten, aber wir kommen einfach nicht an die Gegner ran. Zumindest an ihn hier. Und das war's schon wieder mit uns. Jetzt verlieren wir selbst gegen ihn den Kollegen. Das gibt's doch gar nicht. Wieso verlieren wir das denn jetzt? So, Sterndeuterin raus. Oh, wir haben die Siegesserie beendet. Das ist natürlich nicht schlecht. Da sage ich nicht nein zu. Dennoch, ich bin mir nicht sicher, ob der Shining Assassin die beste Wahl ist. Ich denke tatsächlich, dass wir jetzt alles auf sie hier drauf machen. Shining Assassin ist natürlich super, super stark, aber irgendwie stirbt er halt sofort. Dadurch, dass sie sich den Schild geben kann, ist die natürlich wirklich over the top. Aber es läuft nicht. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was kriegen wir hier? Oh ja, perfekt. Perfekt. Den Kollegen hier. Den packen wir auf dich drauf, damit sie zweimal den Stun macht. Den Hammer können wir auch gerade mal nutzen und auf dich drauf packen. Oh ne, besser auf dich. Dann rerollen wir nochmal schnell hier ein wenig. Ah, noch ein Geisterklingenritter. Den werde ich nicht kriegen, da bin ich mir jetzt schon wieder sicher. So, wir gehen so. Schauen mal, wie wir uns jetzt schlagen werden. Das sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Sehr schön. Der Drache muss weg. Wundervoll. Hat von mir 19 Schaden bekommen. Das lasse ich mir schmecken. So, da können wir doch schon das GG in den Chat schreiben. Hier haben wir noch ein bisschen Kombinierbares. Das können wir jetzt auch kombinieren. Ach, wir hätten die Kanone kombinieren können. Ich habe den Dolch weggemacht. Ich kack ab. Naja. Halb so schlimm, halb so schlimm. Diesmal wird's knapper. Es wird auf jeden Fall knapper. Oh, machen wir mal hier den rein. Kills. Sein Drachenreiter carried ihn wirklich bis zum geht nicht mehr. Aber wir haben ein seltsames Ei. Wundervoll. Wundervoll. Nee. So, und die tauschen wir aus. 5 Level 3er. Das ist ja unglaublich. So.
Ist natürlich die Frage, was der beste Proc von allen ist, aber ich bleibe dabei, dass das der Stun eigentlich sein müsste. So, hier ist nämlich der erste Stun, da kommt der zweite Stun. So, läuft's besser? Ja, es läuft zwar so medium, aber nicht mit gegen den Drachenreiter. Ja, nee, das wird nix. Dafür muss eine Stun-Einheit aktiv sein. So werden wir das nicht schaffen. Schwierig auf jeden Fall. Eine Option wäre noch gewesen, oh, den Drachenreiter auf 3. Okay, jetzt ist auf jeden Fall vorbei. Jetzt ist auf jeden Fall vorbei. Eine Option wäre noch gewesen, den Hunter, den Aegis-Schützen auszutauschen gegen den. Ah, wir haben ihn nicht mal drin. Ich bin so ein Idiot. Ich wusste gar nicht, dass ich den reinmachen muss. GG's. Das wird nix. Absolut demolished. Naja, es hat nur für den Platz 2 gereicht, aber es war auf jeden Fall eine wundervolle Runde. Eine schöne Federclan-Runde. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!